Der Gastroverband DEHOGA Bayern lehnt die Forderung nach einer kompletten Biowiesn strikt ab. Es ist schlichtweg unrealistisch, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. Die Münchner Initiative Faire Wiesn fordert, dass bis 2035 alle angebotenen Lebensmittel bio, regional und Fairtrade sein sollen. Der bayerische DEHOGA-Chef Thomas Geppert stellt sich diesem Vorhaben entgegen. Die Begrifflichkeiten fair, bio, regional und Fairtrade hören sich gut an. Aber Nachhaltigkeit umfasst auch den Begriff der Ökonomie, so Geppert. Nicht nur stünde die dafür benötigte Ware nicht zur Verfügung. Auch wäre ein Besuch auf dem Oktoberfest dann für die meisten unbezahlbar, so der Branchenvertreter. Ich glaube, niemand will wirklich eine Planwirtschaft, in der eine kleine Gruppe entscheidet, was für das Volk gut ist und was nicht, argumentierte Geppert. Auch Oktoberfestchef Clemens Baumgärtner hatte sich schon gegen die Forderung ausgesprochen.